Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 67 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrock hat mir geschrieben, das ist hier irgendwo mit den Leitungen, habe ich wieder irgendwas verkehrt gemacht. Kann aber auch sein, dass es von der früheren Folge war. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hinterher gucken und schauen, dass das mit dem Strom alles klappt. Irgendwo war eine Leitung zu schwach oder so. Man muss die ganzen Leitungen natürlich machen, ist klar. Aber nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal hier. Power Overlay ist hier und dann, na, hier zum Beispiel sind zwei schwache Leitungen, wie wir sehen. Das kann dann natürlich nicht gut gehen, ne? Ist dann die Frage, ob das überhaupt hier so klappt. Ja, das wird ja auch runtergemacht und, naja, okay, komm. Zack, ne, Strom ist hier. Leiterkabel, diese müssten es ja dann sein, ne? Und diese müssten da sein. Sollte dann erstmal funktionieren, oder? Die müssten gebaut werden hier. Ja, bei den Türen hat er geschrieben, ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass die angeschlossen sind. Also schon angeschlossen sind, aber die sind nicht immer unterwegs, ne? Ja, hier ist gar kein Anschluss da, sehe ich gerade. Vielleicht war das hier alles umsonst. Nochmal Abbruch. Mach das mal weg. Jetzt gucken wir mal gerade nach Strom normal. Und die Leitung, die da ist, die können wir wahrscheinlich auch noch zerlegen, ne? Machen wir erstmal weg. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen oder nicht brauchen, aber erstmal ist sie weg. Hier gibt es noch eine Rutschestange zu bauen. Wo war die? Die war doch hier vorne, irgendwo da oben. Die können wir erstmal verlängern bis dahin. Dann können die auch weiter rutschen, ne? Das passt dann schon mal. Wie weit sind wir hier oben? Ah, hier gibt es schon wieder Wasser, sehe ich da. Hat sich schon wieder was aufwischen. Das heißt, hier oben muss irgendwas weggeschmolzen sein eigentlich, ne? Okay, der kann da, weiß ich nicht. Ah, der Stein ist schon gesetzt. Cool. Dann würde das bedeuten, dass, warte mal, wenn wir das da so abschließen wollen, dass wir das hier nicht haben wollen, dann müssen wir erst den Stein setzen, ne? Dass das klappt, glaube. Wie weit sind wir denn hier oben? Okay, da oben ist erstmal Dingens, unerforscht sozusagen. Lass uns die Leiter hier verlängern. Ja, lass erstmal so. Was ist das hier? Algen? Okay. Und da ist Schleim, aber der ist nicht kontaminiert, denke ich mal. Gut, dann müssen wir das jetzt hier da. Machen wir da die 7 raus, ne? Aber da kommen auch schon tatsächlich wir jetzt zum Wischen hier. Die frieren aber jetzt gleich, ne? Naja, laufen aber auch schon wieder weg. Ah, Eisenerz, okay. Warte mal, das würde bedeuten, ich muss diesen weggraben. Um die beiden dahin zu bauen, ne? Dann kann nichts passieren, ne? So war das. Und er geht jetzt hoch und baut den Stein da oben hin, oder was? Oder sie? Okay. Jetzt den dann da graben. Alles klar. Kriegen wir hin, würde ich sagen, ne? Oder? Macht er jetzt schon da oben das weiter? Weiß ich gar nicht. Okay, ne, er holt sich hier was weg. Aufgenommen Wasser, okay. Weil wir da unten Wasser hatten. Ja, hier muss der Strom jetzt langsam fließen. Und dafür müssten wir mal hier die Prio erhöhen. Leiterkabel verbessern. Und hier natürlich auch, ne? Aber nee, das ist noch angeschlossen, das wird nur abgegradet. Das lassen wir dann upgraden erst. Wird schon werden. Okay, hier kann man irgendwas tun. Freie Fertigkeiten der Duplikanten. Frankie hat eine Level-Up-Möglichkeit. Entweder Mechatronik, Bedienung oder Dekorieren. Ich glaube, Dekorieren haben wir gar nicht. Das heißt, er macht das auf jeden Fall. Weil dann können wir da auch mal irgendwo was machen mit Dekoration, ne? So, was macht denn ein Puff hier? Der ist da jetzt.
Okay, da kommt ein neuer Duplikant. Schauen wir uns doch mal an, oder? Keuchwurzsamen. Das war doch die Pflanze hier, ne? Ich glaube, das ist der kühlt ja, ne? Würde ich jetzt tatsächlich als erstes nehmen. Goldamagan ist auch cool bestimmt, aber ich druck mal die Keuchwurz. Beim Auskommen von Graben und Gegenständen können Keuchwurzsamen gefunden werden. Die haben wir doch hier unten schon, oder? Ne, Oxyfarn ist das. Keuchwurz ist jetzt. Macht kalt, ne? Oder wie war das? Dafür müssten wir jetzt erstmal Temperaturüberlay haben und dann überlegen, wo wir dann Keuchwurz hinpflanzen, damit er kühlt. Hier wäre jetzt nicht so wichtig. Ah, hier, guck mal, hier ist zu warm, ne? Vielleicht können wir den Keuchwurz hier hinsetzen. Was ist denn das hier? Kompakt-Pufflet-Ei, okay. Was ist denn Kompakt-Pufflet-Ei? Was macht das Kompakt-Pufflet-Ei? Leider keine Datenbank-Eintrag vorhanden. Oxalit scheiden die aus. Sehr interessant. Okay. Kontinuierlich. Und abbrechen. Und da will ich jetzt dieses Kompakt brüten. Vielleicht gibt es das jetzt. Und da ist noch ein anderer, ne? Blitzblankpuff. Der macht Bleichstein. Okay. Und diese Automate wird noch gar nicht gebaut. Hier ist auch noch nicht alles. Ich hoffe, der wird jetzt erstmal da reingepackt und ausgebrütet. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Ja. Oxalit ist cool, wenn wir das kriegen, ne? Tier verhungert? Wo? Die da, okay. Schlechte Luft müssen wir haben. Was war mit unserem Sauerstoffsystem hier? Der kommt doch jetzt hier an, der dreckige Sauerstoff. Da sollte doch niemand verhungern, oder? Nee, das muss passen. Da kommt doch verschmutzter Sauerstoff jetzt an. Das mit dem Schleim müssen wir nur gucken, dass der dann natürlich hier hinkommt, ne? Algen. Wir werden sehen, es wird aber dauern. Ja, der Mordrak hat auch wieder geschrieben, ne? Das ist auch sehr schön, dass der das auf jeden Fall macht. Und da müssen wir gucken, dass wir das immer schön hinkriegen. Ist das hier runtergemacht? Ja. Das ist die Frage. Ja, Essen ist gut, das wissen wir schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten, das ist ja für ein CO2, ne? Aber irgendwie, ja, der ist, ja, doch, es wird langsam besser, aber noch nicht gut, ne? Aber hier können wir doch jetzt mal was machen, oder? Hier können wir doch erstmal hier so eine Schicht bauen. Dann kann das hier sich schön ausbreiten. Oh, das. Ja, wie machen wir das am besten? Über zwei können sie springen, oder wie war das? Gefallen tut mir das gerade nicht, ne? Aber wir machen mal. Oh, die Pumpe ist trocken gelaufen. Alles klar. Die haben hier ausgegraben tatsächlich. Cool. Dann brauchen wir Sanitär und setzen die Flüssigkeitspumpe hier unten jetzt mal gerade hin. Und dann brauchen wir nochmal Sanitär und setzen das Rohr dann da hoch. Das haben wir schon. Und dann braucht die Pumpe natürlich auch noch Strom, ne? So, und das Ganze sehe ich gerade so, dass wir das mal priorisieren müssen, ne? Weil sonst haben wir kein Wasser und Wasser ist schlecht, wenn wir das nicht haben. Die Pumpe kann zerlegt werden. Wie sieht das dann da mit dem Dingens aus? Mit dem Strom. Das kann dann auch zerlegt werden.
Und dann kann die Rohrleitung natürlich auch noch zerlegt werden, ne? So, die arbeiten sehr schön, das ist schon mal gut. So, das würde bedeuten, wir können jetzt dieses hier auch zerlegen. Und das machen wir mal ruhig auf groß, damit das mal ordentlich zerlegt wird. Und ja, wenn das Wasser weg ist, dann können wir auch den Stein da wegmachen, ne? Hier, das wäre wieder sowas mit 2 Liter Wasser oder was hat der Moderator geschrieben, reicht, um das da hinzusetzen. Guck, jetzt zack. Läuft. Okay, dann wird es hier unten auch mehr, da ist alles gut. So, hier wird immer noch nichts gebaut. Machen wir hier die Prio höher. Was ist das für ein Ding? Eine Dämmerkappe, okay. Wachstum gestoppt, Atmosphäre, alles klar. Also die kommen noch dahin, aber nicht so dolle, ne? Aber hier wird ja schon mal schön weitergebaut, ne? Ne, nicht Abbruch, zerlegen müssen wir da haben. Das kann mal alles weg hier erstmal. Okay, die Leitungen werden da gemacht. Kann man da was aufwischen? Ja, alles kann man aufwischen. Da ist zu viel Wasser. Hier kann man bestimmt aufwischen, oder? Ja. Da kann man aufwischen, dann kann man auch da aufwischen, oder? Ja. Gut. Jetzt haben wir das Wasser hier ein bisschen. Ja, wie soll man sagen? Hingekriegt, ne? Sagen wir es mal so. Okay, da wurde jetzt das Wasser weggewischt. Kann man das daneben auch noch wegwischen? Hier, dieses hier? Ne. Aber ich kann jetzt den oberen Stein zerlegen, weil jetzt ist ja nicht mehr viel Wasser da. Und die beiden können dann da auch zerlegt werden. Die Leitern hier. Weil da können sie dann so hochklettern. Das hat hier geklappt mit dem Aufwischen. Sehr gut. Und das Aufräumen, ne? Das ist immer so super hier. Und da haben wir gerade gesehen, nirgendwo kann das Aufräumen hin, ne? Er muss jetzt hier auch noch rüber, ne? Aber hier ist ganz viel verschmutzte Luft drin, ne? Das ist auch nicht prickelnd. Weiß noch nicht, wie wir das machen. Was ist das denn hier für eine Pflanze? Ein Mehlholz. Das habe ich noch nie hier gesehen. Die blüht. Oder was ist das? Aufkleberbombe. Nee, das ist was anderes. Da hat einer Spaß gehabt hier. Aufkleberbombe. Okay. Irgendwer hat das gemacht, weiß ich aber nicht warum, wieso und weshalb, ne? So. Hier sind wir schon mal ein Stück weiter, ne? Hier ist noch Granit. Wir haben keinen Platz für Granit. Ach, das mit den Kisten hier, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was der Mordrak mir da gemacht, gesagt hat, ne? Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Muss ich nochmal das Video gucken, dann weiß ich das. Wer erstickt? Ja. Schneller. Kriegt ihr das alle hin? Ja, ne? Keiner darf sterben. Das klappt noch, oder? Komm, mach diesen Stein fertig da. Okay, ich glaube, gerettet. Ja, alle gerettet. Puh, das war ja wieder was, ne? Knapp, aber sie waren alle ordentlich am Arbeiten, wie sich das gehört, ne? Wieso ist denn das hier jetzt weggerissen? Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, Strom erstmal.
Weil ich wahrscheinlich so einen Zerlegen-Befehl hier gemacht habe. Und deswegen, ne? Und Sanitärrohrleitung muss da auch noch runter. Und Prio setzen. Hier auf 8. So, da müssten sie aber auch irgendwie hinkommen, ne? Das ist die Sache. Ich glaube, die kommen da nicht hin. Aber kein Ding. Zerlegt wird schon mal sehr gut. Nee, geht. Die kommen von da aus in die Hälfte und von der anderen Hälfte auch noch. Denke ich. Sehr gut. Dieser Stein, den können wir auch zerlegen. Das Wasser kann da ruhig runterlaufen dann, ne? Das ist ja jetzt alles sauberes Wasser wohl, oder? Das ist, glaube ich, die Flasche, das verschmutzte Wasser, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, wenn. So viele Keime sind da nicht drin. Geht. Ist jetzt nicht fertig gebaut? Ne, jetzt ist Schlafenzeit oder sowas. Dann gehen wir wieder weg. Okay. Da unten ist natürlich schlecht mit Sauerstoff, ist klar. Aber das ist ja so, ne? Vorauszusehen. Hier müsste mal einer was wegräumen, oder? Die Keuchwurz, die wollten wir schon immer irgendwo einpflanzen, ne? Wo war es zu warm? Hier war es zu warm. Was brauchen die Keuchwurz? Kinetischer Schlamm, Masse 1000 Gramm, Temperatur, eine Krankheit, keine Oberflächenkeime, spezielle Wärmekapazität, das ja, weiß ich jetzt gar nicht, steht hier jetzt nicht so wirklich. Kriege ich das hier raus? Phosphorit braucht die, okay. Pflanzenkiste, komm, zack, machen wir eine Pflanzenkiste für. War die hier die Pflanzenkiste? Nee, ne? Die war bei Nahrung. Und zu warm war es ja hier. Das ist jetzt die Frage, ob das nachher hier den Raum zerstört. Das weiß ich nicht. Ausbrüten im Pufflet. Ne? Hier ist die Kiste fertig. Da können wir jetzt den Grünen da reinmachen. Hier der Blitzblank-Pufflet. Brüten. Dann kann der da reingesetzt werden. Ne? Sollte irgendwie funktionieren. Hier müsste man, ja, lass erstmal so. Oder? Nee, eigentlich sollte man gleich schon so eine Tür auch machen, ne? Oder? Würde Sinn machen, oder? Ja, das kann ich aber wahrscheinlich dann noch nicht hinbauen. Ah, das ist egal. Können wir später machen. Erstmal ausgraben und dann weitersehen, oder? Also verhungern dürfte hier eigentlich keiner. Ah, der ist eingeengt hier. Das ist schon wieder Shit. Müssen wir einmal aufmachen, dass da einer runterfliegt. So, wie sieht es denn überhaupt mit Essen aus? Oh, nur noch 19.000. Wir haben zu wenig Essen. Das ist nicht gut. Der Pufflet, wie kriege ich den da rüber, ey? Verschmutzter Sauerstoff. Der wird sich da total wohlfühlen, ne? Ich zerlege das mal und hoffe, dass der da rüber geht. Aber das wird dauern, ne? Aber ist halt so. Ist halt so. Gut, schmutziges Wasser haben wir auch genug. Das wird aber hoffentlich gefiltert hier, oder? Ist denn da irgendwie das Rohr verstopft oder so? Da fehlt es an Sauerstoff. Auch nicht gut. Es sind zu viele Stellen gerade, wo es nicht gut läuft, oder? Ja, Sauerstoff kommt da jetzt rein, aber richtig schlecht eigentlich, ne? Ja, das ist ein schäbiger Kreislauf hier. Das hat ja schon der Mordrak gesagt, ne? Sauerstoff kommt da jetzt aber rein, oder? Und der hat sogar so einen Stau da, ne? Aber die Maske nimmt keiner. Die nehmen immer von vorne wohl.
Da passt dann was nicht, ne? Und hier haben wir jetzt genug Sauerstoff von dem, also schmutzigen Dingens, dass wir die Nahrung hinkriegen, ne? Das funktioniert erstmal schon mal. Die kommen hier mit Maske rein, das ist auch alles gut. Verschmutzter Sauerstoff ist hier. Eigentlich ist das ja auch egal, ne? Den kann man ja auch aufmachen dann. Ich dachte, hier wäre irgendwie was anderes drin gewesen, aber das, was da drin ist, ist ja jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Okay, haben wir es erstmal, oder? Es sind noch so viele Baustellen. Mach den weg, damit wir den hier hinkriegen. Gut. Da wird gepflegt, das ist auch gut. Ja, hier müsste auch aufgeräumt werden. Pflanzkiste, machen wir Prio höher. Damit wir die Keuchwurz demnächst da einpflanzen können, damit es ein bisschen kühler wird, weil es da zu warm ist. Ja, ob sie es bringt, weiß ich auch nicht. Das sehen wir dann, ne? Hier ist schon mal was gemacht worden. Das heißt, da kann auch einer hin. Ja, dann schieben wir das ab hier. Ja, höher ist noch keiner gegangen. Also hier ist nicht weitergearbeitet worden. Passt dabei erstmal, würde ich sagen. Kümmern wir uns in der nächsten Folge weiter darum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.